Lauf gerufen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir beschäftigen uns heute nicht zum ersten Mal und wohl auch leider nicht zum letzten Mal mit der katastrophalen humanitären Situation im Jemen. Die diplomatischen Anstrengungen der letzten Jahre dienten alleine dem Ziel der Befriedung des so unheimlich stark gebeutelten Jemens und seiner zivilen Bevölkerung. Wir haben hier sehr viel gehört darüber, wie die Bevölkerung leidet, welche Zahlen von Menschen keinen Zugang haben zu Wasser, keinen Zugang haben zu dringend notwendigen Lebensmitteln. Ich will die Zahlen hier nicht noch einmal erläutern. Wir haben auch die Blockade mehrfach besprochen, die verhindert, dass Nahrungsmittel in das Land kommen können, auch wenn es dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen mittlerweile gelungen ist, kleinste Erfolge zu haben, die aber im Moment leider nicht viel mehr sein können als ein sehr kleiner Tropfen auf einen sehr großen heißen Stein. Die Anträge von den Linken und Grünen, die uns hier heute vorliegen, haben das gleiche übergeordnete Ziel wie auch meine Bundestagsfraktion: nachhaltiger Frieden im Jemen und in der gesamten Golfregion. Der Unterschied aber ist der, dass wir hinter unserer Bundesregierung stehen, die schon in der Vergangenheit versucht hat, den Sondergesandten der Vereinten Nationen umfassend zu unterstützen, Bemühungen herbeizuführen, die Kriegsparteien an einen Tisch zu bekommen und zumindest über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Ihre Anträge aber suggerieren, als hätte die Bundesregierung noch nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt. Das ist ein falscher Eindruck. Sie tut dies beständig, nachdrücklich und eben seit mehreren Jahren. Es müssen Kompromisse gefunden und geschlossen werden, denn eine militärische Lösung des Konflikts kann es nicht geben. Dazu brauchen wir den Willen zu einer politischen Lösung auf allen Seiten. Zuvorderst natürlich Saudi-Arabien, dem Iran und den innenpolitischen Akteuren. Sicher ist es auch wichtig, die enorme Zahl der Rüstungsgüter in diesem Konflikt größtmöglich zu reduzieren. Auch deshalb haben wir gemeinsam mit der SPD im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass es für Deutschland keine weiteren Ausfuhren an Länder geben wird, die unmittelbar im Krieg am Jemen beteiligt sind. Wir haben es heute schon mehrfach gehört. Das ist ein richtiger Schritt, und doch ist ein solcher Schritt alleine nicht ausreichend, um diesen Krieg zu beenden. Zumal viele dieser Rüstungsgüter eben nicht notwendigerweise Angriffswaffen sein müssen. Unter Rüstungsgüter befinden sich ebenso auch Güter für Grenz- und Zivilschutz. Auch Geräte übrigens zur Beseitigung von Kriegsfolgen sind allgemeine Rüstungsgüter. So wurden in den von Ihnen, liebe Grüne, kritisierten Rüstungsexporten im Jahr 2010 unter anderem auch Minenräumfahrzeuge eben in den Jemen geliefert. Und wir haben auch heute schon mehrfach darauf Bezug genommen, dass die Saudis verstanden haben, was die Botschaft ist, die SPD und Union an dieser Stelle vereinbart haben. Und wenn der saudi-arabische Außenminister eben sagt, wir brauchen eure Rüstungsgüter nicht, wir werden sie woanders finden, dann sollte uns dieser Satz nicht gefallen. Er entbindet uns auch nicht von unserer Verantwortung, was unsere Rüstungsexporte angeht. Er zeigt aber eben auch, dass wir hier tatsächlich den Anspruch haben müssen, eine europäische Haltung zu haben und nicht nur einseitig über deutsche Rüstungsexporte reden können. Die Einflussfaktoren des Krieges im Jemen sind so vielfältig wie dessen Akteure. Sowohl was die Innenpolitik im Jemen angeht, bis hin zur Religion, machtpolitischer Einfluss in der Region der beteiligten Mächte der Koalitionstruppen. Der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, was interessiert es uns eigentlich, was im Jemen passiert? Sind wir davon überhaupt betroffen? Und da geht es nicht nur um die Frage von Menschlichkeit und Empathie, die einen vor den grausamen Geschehnissen im Jemen erschaudern lassen, sondern es geht auch um die Frage der Stabilität der insgesamten Region. Der Jemen steht heute wieder vor der Gefahr, in das Schicksal zurückzufallen, das es vor 1990 gegeben hat, eine Teilung des Landes, das gerade uns Deutsche eine Teilung des Landes als Problem besonders bewegen sollte. Und deshalb müssen unsere Anstrengungen alle darauf gehen, dass wir diese Stabilität wiederherstellen, dass wir die dort beteiligten Mächte an einen Verhandlungstisch bekommen, dass wir auch über Rüstungsexporte reden, keine Frage, dass wir sie aber eben diese Frage nicht auf nur Rüstungsexporte verengen und beschränken, sondern dass wir einen internationalen Ansatz finden, um dafür zu sorgen, dass den Menschen im Jemen in diesem Jahr und vor allem für die weitere Zukunft ein sicheres Leben wieder ermöglicht werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.